Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Tupac VR. Ja, wie ihr seht, machen wir heute ein Unboxing-Video. Ich habe mir die Zotac GeForce GTX 1080 Ti Amp Extreme in der Core Edition geholt. Die Amp Extreme Normal taktet ein bisschen schneller als die Core Edition. Das war mir aber jetzt nicht wirklich 150 Euro Aufpreis wert. Deshalb habe ich mich jetzt erstmal für die entschieden. Meine 79 GTX ist langsam ein bisschen zu alt und für VR echt nicht wirklich mehr geeignet. Deshalb musste jetzt das Upgrade her und ja, ich hoffe, dass ich damit auch bessere Spielerlebnisse haben werde. So, dazu kommt aber noch, weil die Karte echt extrem schwer ist. Muss man sich noch hier diesen so einen Halter holen? Ich habe mich für den Cooler Master entschieden. Den werde ich nachher auch noch auspacken und auch mal aufstellen und gucken, wie der funktioniert. Ja, ich würde sagen, wir geben uns mal hier an dieses Schätzchen. Machen wir mal zuerst auf. Und ganz vorsichtig, weil wir wollen ja nichts kaputt machen. Ich habe mich auch noch für die Zotac entschieden, weil man hier eine 5-Jahres-Garantie hat, wenn man sich in den, ich glaube, ersten 30 Tagen registriert bei Zotac. Ja, und das war für mich irgendwie ein Kaufgrund, weil 5 Jahre Garantie ist ja schon mal nicht schlecht. Jetzt reißt natürlich hier der Karton auf. Das war nicht geplant. Also man merkt jetzt echt schon, dass die extrem schwer ist. So, wir schieben mal alles, was auch Richtung Kamera. Ist jetzt hier auch nochmal ein Kleber? Nein. Okay. So. Da fängt es an mit einem kleinen Heftchen. Wahrscheinlich eine CD drin und eine kleine Beschreibung, würde ich mal sagen. Ja, wahrscheinlich Treiber, ein Zotac-Aufkleber, Quick Installation Guide. Brauche ich jetzt nicht, aber für die, die es brauchen, ist es ja nicht schlecht, dass es dabei ist. Ich habe auch schon mal in Bewertung gelesen, dass sich beschwert wurde, dass keine Anleitung dabei war. Und das Produkt dadurch natürlich dann weniger Sterne bekommen hat, was ich total Quatsch finde, aber gut. So. Mal hier die Schutzfolie. Hier haben wir so einen Power Connector. Okay, von 2x6 auf 8 Pin. Ich glaube, den brauche ich nicht, weil mein Netzteil schon alles zur Verfügung stellen kann. An Kabeln, aber ist ja nicht schlecht, dass dabei ist. Ah, noch einer. Okay. So, was haben wir hier noch? Hier ist nichts mehr. Ja, dann würde ich sagen, holen wir das Schätzchen mal raus. Verdammt schwer. Wahnsinn. So, ich hoffe, die Kamera fängt es gut ein und der Autofokus funktioniert auch. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier oben haben wir die zwei 8-Pin-Stromanschlüsse, wie ihr seht. Ja, drei Ventilatoren, ich glaube 90 mm waren die. Ja, wir haben einen HDMI-Anschluss, ein DVI und drei DisplayPorts. So, hier hinten auf der Backplane quasi haben wir diese Powerboost-Einheiten. Ich schau mal so. Ja, jetzt fokussiert sie. Ich weiß nicht, ob es nur Marketing ist oder ob die wirklich jetzt eine große Bedeutung haben, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, wir nehmen es jetzt einmal so hin. Extrem schwer auf jeden Fall. Kühler sieht echt gut aus. Und ich glaube, die wird auch verdammt heiß. Man hat schon mal in den Foren gelesen, dass der VRAM extrem heiß wird, weil der nicht mehr richtig gekühlt wird. Also der hängt nicht noch mit an der Kühlereinheit hier. Wenn es so ist, okay. Bei 5 Jahren Garantie kann man das wirklich verschmerzen. Ich glaube, nach 5 Jahren braucht man eh eine neue. Manche brauchen ja schon nach einem halben Jahr eine neue. Aber gut, ich bin echt gespannt, was die an Leistung mehr bringen gegenüber der 79er für VR jetzt. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen.
Also ich sehe es hier, zwei kleine Kratzer. Okay, werde ich nochmal begutachten. Ja, das war es erstmal mit der Grafikkarte. Dann packen wir die jetzt erstmal nochmal hier rein und schmeißen den Karton weg. Nein, natürlich nicht. So, den räumen wir mal kurz hier auf Seite. So, dann geht es weiter. Mit dem Grafikkartenhalter. Ja, die ist ja, ich glaube, 1,5 Kilo wiegt die Karte, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt irgendwie vertue. Auf jeden Fall ist das ein verdammtes Gewicht, was dann auf dem Anschluss liegt. Und da sollte man die dann schon ein bisschen abfangen, die Karte, weil die sonst an den Seiten runterhängt. So. Da gibt es verschiedene Systeme. Ich habe mich jetzt hier für das entschieden. Hat Magnetfüße, zeige ich euch gleich auch noch. So, vorsichtig aufmachen, sonst fliegt hier gleich alles rum. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier was Metallisches. Ja, ihr seht die Schere. Und die kann man an den Seiten machen, aber ich werde es unten natürlich hinstellen. So. So, hier sind jetzt noch zwei Halter, die auf den Stangen geschoben werden. Fühlt sich auf jeden Fall also sehr wertig an. Werde ich auch auf jeden Fall auch verlinken für die Leute, die da Interesse daran haben, sich sowas auch dann anzuschaffen, wenn sie eine neue Grafikkarte holen. Weil ich habe da schon ein bisschen gesucht, bis ich die dann hatte. So, also das ist jetzt ausgelegt für ein SLI-System. Man könnte natürlich damit zwei Grafikkarten abfangen. Ich brauche jetzt nur eine. Ich werde den anderen einfach runterschieben und da erstmal lassen, weil wenn man den dann später sucht oder so, ist er weg, weil er in irgendeiner Schublade liegt. Also ich werde ihn drauf lassen und werde dann nur den benutzen, den ich dann auch im Endeffekt brauche. Ja, so sieht das Ganze aufgebaut aus. Ich würde sagen, wir machen dann hier Schluss. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich es zusammengebaut habe, in den Rechner eingebaut habe, auch nochmal ein Video machen, ein kleines, oder auf jeden Fall einen Test mit der VR-Brille. Das ist ja ganz klar, weil ohne das geht es gar nicht. Ich verspreche mir da echt viel von, weil man merkt echt, die GTX 79, besonders bei Low and Echo hatte ich das Gefühl, dass da gar nicht mehr an Power ausreicht. Also die war total ausgereizt. Und ruckelte auch teilweise. Also, das werde ich auf jeden Fall auch nochmal antesten mit Low and Echo, weil das Spiel ist echt gut und macht mit Sicherheit auch mehr Spaß, wenn es flüssig läuft. Ja, okay, ich hoffe, ihr hattet hier Spaß an dem Video und haut ein Like raus und ja, wir sehen uns dann wieder in VR.